Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Dishonored. Wir sind hier in der letzten Folge stehen geblieben und befinden uns gerade in einem sehr gewohnten, in einer sehr gewohnten Gegend. Denn hier waren wir eigentlich die ganze Zeit stationiert im Pub und unsere Aufgabe besteht nun, unsere damaligen Verbündeten umzubringen, zumindest zum großen Teil. Denn die haben uns ja alle ziemlich verarscht. Solche Wichser. Naja, schauen wir mal, ne? Havelock soll sich da unten befinden. Ich weiß nicht, wer von denen noch lebt und wer nicht. Das wird sich dann letztendlich zeigen. Aber wir werden uns auf jeden Fall den Weg nach unten langsam erschließen, ne? Wir müssen auch immer noch einen Schlüssel finden für den Tower, in dem Emily immer gewohnt hat. Ah, okay, hier sind wir. Ah, okay, ja, ich weiß, wo wir sind. Hier hat Piero gespannt. Das hat sich in mein Gehirn eingebrannt, dieses Bild, ne? Ich habe tatsächlich gesehen, dass man ja auch hätte reingehen können. Dann wäre das so eine richtig unangenehme Situation gewesen. Ist schon interessant, wie viel man in dem Spiel machen kann, so. Richtig viele Secrets eigentlich. Die ich natürlich mal wieder nicht gefunden habe, ne? Ich suche mal jedes Mal nach welchen und dann finde ich die trotzdem nie. Erstmal den da unten schnappen. Ich weiß nicht, ob hier noch einer ist irgendwo. Sieht nicht danach aus. Sehr gut. Schmeißen wir den mal hier weg. Direkt an die Scheibe. Beziehungsweise, was heißt Scheibe? Da sind ja nur noch Gitter. So, wir können natürlich jetzt auch die Kanalisation nutzen. Die war hier doch auch irgendwo, ne? Oder nicht? Ich erinnere mich, hier war eigentlich was, ne? Oder war das im Gebäude daneben noch? Havelock, da ist er also. Piero ist da hinten. Ich schau mal kurz, ich speichere und schau mal kurz aus dem Fenster, ob man sich mal ein bisschen umschauen darf. Ohne komplett getötet zu werden. Naja, was sag ich, ne? Tollboy hat mich gesehen. Oh, da kam auch jemand raus unten. Habt ihr das gesehen? Ganz gut, wenn wir uns hier verstecken. Du bist so ein Hitzkopf. Mist, der hat alle alarmiert. Okay, ich lade nochmal neu. Wir müssen irgendeine andere Möglichkeit uns ausdenken, wie wir an den rankommen. Ich verstecke mich mal hier hinter. Du bist so ein Hitzkopf. Ja, das weiß ich. Warum geht der... Warum geht er da lang? Ach, scheiße. Scheiße, die sehen dann auch hier durch. Man hat keine Versteckmöglichkeiten in diesem Raum. Ist alles so offen. Ich hasse es. Nicht mein Lieblingsaspekt von Spielen. Wir werden einfach Zeit verlangsamen. Geht schon. Haben wir noch ein bisschen Mana, glaube ich. Ich frag mich, wer da hinten ist. Ich werde mal nachschauen gehen. Ach Mist, oh. Damit hätte ich nicht rechnen können. Ey, du willst mich doch verarschen. Jetzt kommt hier noch ein weiterer. Wer hat die Leute denn dazu beauftragt, hier reinzugehen auf einmal? Ganz ehrlich. Ihr miesen Säcke. Also wirklich, ey, das ist aber auch ein Desaster hier. Sind auch alle alarmiert schon wieder. Das gefällt mir nicht. Hier irgendwo bist? Kommt ruhig hoch, kommt ruhig hoch. Alles gut. Wir können das hier oben klären. Mist, ich habe keinen Plan, Leute. Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist. Abschau. Wachen, bitte zu mir. Das ist ja geil. Die habe ich noch nie genutzt, die Falle. Was? Wo kommst du denn her, du Wichser?
Okay, der Kampf geht los, Leute. Der Kampf geht los. Ich habe keine Lust mehr, neu reinzuladen. Wir töten die jetzt alle. Frieden hat ein Ende. Sagt Heftloff Bescheid, dass er flüchten darf. Shit. Wir gehen einfach mal den normalen Weg runter. Was haben wir hier denn? Heflocks Anordnung für die Wache. Hauptmann Manning hat, wir haben die Verschwörer zum Hans Pitz zurückverfolgen können. Durchsuchen Sie das Gebäude nach Naturphilosophen Piero Jolpin und Anton Sokolov. Tun Sie alles Notwendige, um Aufzeichnungen zum verbesserten Blitzpfeiler sicherzustellen, an dem Sie beide gearbeitet haben. Unterziehen Sie den beiden gründlich Verhör und wenn Sie alles gesagt haben, was Sie über den Pfeiler wissen wollen, töten Sie sie. Bringen Sie Blitzpfeiler zusammen mit Aufzeichnungen und Plänen. Die beiden mögen zwar zwei der begnadetsten Geister unserer Zeit sein, aber sie sind gleichzeitig auch Verräter, die mit Corvo dran gearbeitet haben, dieses Kaiserreich in den Abgrund zu stürzen. Solange wir nicht sicher sind, dass Corvo und seine Verschwörer unschädlich gemacht worden sind, behalte ich die Kaiserin Emily Caldwin bei mir im Leuchtturm auf Kingsbarrow Island. Pass auf, ich habe tatsächlich jetzt einen Plan. Ich lade trotzdem nochmal neu und ich werde jetzt einfach, so dumm wie es klingt, einfach versuchen, unentdeckt zu bleiben. Wir werden hier eine Falle platzieren. Ist hier inzwischen jemand? Da kam nämlich direkt einer von hinten. Anscheinend ist der aber weg. Wir werden da mal schauen, dass wir einfach ganz normal wie zivilisierte Menschen hier runtergehen. Dann passiert uns vielleicht sogar weniger als erwartet. Ah, guck mal, wir können theoretisch hier runtergehen. Guck mal, hier ist nämlich nichts los. Die Bar hat zu. Anscheinend. Genau, hier war ja der Plan. Haben uns ja durchgelesen. Kingsbarrow. Leuchtturm. Ey, man kann nichts in Ruhe machen. Man kann nichts in Ruhe machen. Genau, dann kommen die dann wieder durch. Ach, Leute. Ich weiß auch nicht mehr. Also geben wir den anderen Weg zurück. Ich möchte wirklich für kein Aufsehen sorgen, ne? Bin ich ehrlich. Möchte ich aber nicht. Jetzt gehen wir einfach hier zurück. Snacken noch was. Gehen in die Kanalisation. Hier sollte niemand sein, genau. Wir können in die Kanalisation gehen. Wo direkt so ein Ding wartet, was auf uns schießen wird. Gefällt mir nicht. Aber gut, durch da. Na gut, er trifft uns ja bis hier nicht mehr. Ja, ich entschuldige mich wirklich für meine Spielweise an dem Punkt nochmal, dass ich so oft jemand bin, der da einfach reinlädt, bevor er sich dem ganzen Chaos widmet. Aber ich bin halt einfach der Meinung, dass man dann halt ein besseres Spielerlebnis hat, wenn man nicht die ganze Zeit gestresst ist. Oh. Was haben wir denn hier? Zeig diese Hütte gegen einen Ort zu tauschen, der meinem Stand entspricht. Alle edlen Familien des Kaiserreiches werden zu den Pendletons aufsehen. Wallace, bevor du dich unten mit Havelock triffst, bring dies hier zum Boot für mich. Ich werde in den nächsten Tagen die wichtigsten Kapitel aufnehmen. Okay. Alles klar. So, hier kamen wir gar nicht wohin, ne? Das hier war ein Dead End. Oder? Nee. Ah, hier ist die Klappe. Die können wir aber, glaube ich, nicht nutzen von hier, ne? Doch. Aber man kann ihn auch aufmachen. Interessant. Vielleicht fällt ja irgendein Tallboy hier rein mit dem einen Bein. Das wäre lustig. Wenn man so, Leute, Leute, ich steck fest. Aua, aua, au. Wohin kamen wir, wenn wir in die andere Richtung gegangen sind? Schau mal nach. Also da kommen wir hier raus. Ah. Interessant sein. Das könnte tatsächlich sehr interessant sein.
kommen wir nämlich direkt am Ufer hier raus. Schauen wir mal. Theoretisch haben wir ja eigentlich alle wichtigen Informationen normalerweise, ne? Wenn ich gerade mal drüber nachdenke. Aber gut, reichen wohl doch noch nicht aus. Ja, du bist wieder direkt erwischt von einem. Das war mir klar. Oh, ich weiß nicht, wie man an den ganzen Leuten vorbeikommen soll, realistisch betrachtet. Ich meine, wir können hier unten aufmachen, schön und gut, ne? Wir können den erschießen, theoretisch einfach. Das wäre eine Idee. Aua. Aua. Bis der ankommt, ist der weg. Bleib mal schön stehen. Mein Guter, bleib mal schön stehen. Oder dreht er sich direkt wieder um? Das war überdramatisiert. Das war sehr überdramatisiert. Das hätte so nicht sein müssen. Diese Armbrust ist nicht stark genug, um dich, naja, so wegzuflippen. Mein Problem ist halt gerade noch, wir müssen, glaube ich, zu Callista gelangen, um halt an den Schlüssel zu Emilys Turm zu kommen. Puh, und dass das Ganze nicht unbedingt so leicht klingt, sollte jedem bewusst sein hier, oder? In dieser Vorlesung. Ich denke, ich als Dr. Professor Len habe das Ganze ganz gut bildlich und visuell rübergebracht. Weiß ich. Wir können da einfach mit Zeitlupe hin, theoretisch. Callista, machen Sie sich keine Sorge. Ich glaube, dass es immer noch Hoffnung für Emily und Dunwell gibt. Ich denke nicht, dass Corvo verschwunden ist. Ich werde den Fluss nach ihm absuchen, aber wenn Sie von ihm hören, schießen Sie mit dem Signalwerfer, den ich in Emilys Turm versteckt habe, eine Leuchtrakete ab und ich komme zurück, so schnell ich kann. Halten Sie diesen Turm verschlossen und passen Sie auf sich auf. Emily wird ihre Hilfe benötigen, bis das hier alles vorbei ist. Ach ja, Samuel ist einfach ein Guter. Ne, ich sag's nochmal. Einfach toll, der Typ. Kann ich gar nicht in Worte fassen. So, jetzt müssen wir zum Emilys Turm gelangen. Da waren wir ja schon einmal. Und ich denke tatsächlich, wir werden da auch nochmal hingelangen können. Hoffentlich. 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 Ich schwimme halt außen rum. Problem ist nur, wir werden gleich von Piranhas attackiert. Genau, das dachte ich mir. Hoffentlich habe ich gespeichert mit dem Schlüssel. Habe ich das? Nein! Weißt du, ich speichere jede Millisekunde. Und dann, wenn es mal wirklich nötig wäre, dann nicht, oder was? So, ich habe den Schlüssel mal wieder geholt. Ja, das gehört dazu, ne? Das gehört einfach dazu, muss man sagen. Ach, diese blöden Piranhas, ne? Diese blöden Piranhas! Warum hat er mich gesehen? Fragwürdig. Bin ich unentdeckt? Immer noch? Man kann halt nicht von unten rein. Das ist ein Problem, ne? Wenn wir schon mal hier sind. Es ist wohltuend, mit jemandem von meinem Niveau zu reden. Da stimme ich zu. Ihre Entlassung von der Akademie war ein Verbrechen gegen die Naturphilosophie. Das hätten Sie auch damals schon sagen können. Aber warum einen Groll hegen? Achso, die sind auf unserer Seite. Aber ein paar Fragen. Zum Elixier, ja. Das sind ja unsere Leute. Warum haben Sie keine homöopathische Lösung probiert? Hey Leute. Corvo, gut zu sehen, dass Sie noch leben. Die Stadt wäre nicht dieselbe, wenn Sie nicht mehr bei uns wären. Ich habe soeben Kieros Arbeit an einem Blitzpfeiler beendet. Gerade eben. Mit diesem Gerät senden wir ein starkes elektrisches Signal durch das Nervensystem unserer Gegner, die daraufhin bewusstlos werden oder zu einem Häufchen Asche. Ich habe ihn so justiert, dass wir vor der Wirkung sicher sind.
Der Blitzpfeiler wird nur in der Gegenwart unserer Feinde aktiv. Dieser Blitzpfeiler ist wirksamer als sein Vorgänger. Er besitzt eine größere Reichweite und eliminiert unsere Gegner, während er uns ignoriert. Ich brauche nur noch eine letzte Sequenz aus dem Bauplan des Geräts. Havlok hat ihn studiert, bevor das Gemetzel losging. Bringen Sie den Bauplan zurück. Er war in seinem Schlafzimmer, bevor er verschwand. Hoffentlich ist er immer noch dort. Sie können ein geschickter Kämpfer sein. Wo ist denn das Schlafzimmer? Sind Sokolov und ich nicht mit diesem Talent gesegnet. Ohne den Blitzpfeiler ist unser Tod nur eine Frage der Zeit. Wir können das Gerät in Gang setzen, oder Sie können alle unsere Gegner nacheinander ausschalten. Das ist allein Ihre Entscheidung. Ja, aber wo ist denn das? Wo ist denn der, das Schlafzimmer? Wo habe ich das schon eingesammelt? Ah, hier. Habe ich schon. Let's go. Gar nicht bemerkt. Sehr schön. Das klingt doch eigentlich ziemlich vielversprechend. Der Blitzpfeiler ist vollendet. Nun sollten wir ihn aktivieren. Mit diesem Gerät senden wir ein starkes elektrisches Signal durch das Nervensystem unserer Gegner, die daraufhin bewusstlos werden oder zu einem Häufchen Asche. Was sagen Sie dazu, Koro? Ja, macht's an. Verbrennen Sie sie. Ach, ganz ehrlich, sind doch eh Wichser, oder? Ich weiß es nicht. Wollen wir die... Ach komm, verbrennt die. Davon hätte ich ausgehen sollen. Nur eine kleine Justierung, dann sind wir... Dann sind sie wenigstens weg. Ist doch angenehm. Alles ist fertig, Corpo. Wir müssen das Gerät nur noch aktivieren. Möchten Sie sich die Ehre geben? Wenn dieser Blitzpfeiler aufgeladen ist, wird niemand sich in unsere Nähe wagen. Also ich bin bereit. Muss ich ihn auf dem Dach anschalten? Ah, warte mal. Alles ist fertig, Corvo. Dieses Gerät wird so viele Leben so schnell auslöschen. Jetzt red's nicht schön. Können Sie sich die Ehre geben? Ich bin dazu einfach. Die verdammten Träume waren wahr. Die Verschwörung war erst der Anfang. Alles vergeht. Selbst die Tage des großen Piero sind gezählt. Die Bluthunde kratzen schon an seiner Tür. Hätte ich nur genug Walöl, ich würde einen Scheiterhaufen entzünden, der meiner Brillanz in nichts nachsteht. Da haben sie aber auch zwei gefunden, ne? Beide selbstverliebt. Gerade so noch eins. Sehr schön. Ja, damit. Wo müssen wir das hinbringen? Tankfach. Wahrscheinlich wirklich nach da oben, ne? Naja, guck mal. Ich hoffe mal, wir werden dabei nicht entdeckt. Ab und zu mal ein bisschen stuck derzeit. Ich weiß nicht, was das ist. Okay, der geht gerade weg. Sehr gut. Ja, dann ist es wirklich da oben, wo wir schon mal waren. Wie vorteilhaft, dass hier direkt ein Weg hochführt, ne? Oh, das wird jetzt... Ich bin normalerweise nicht jemand dafür, ne? Aber das wird jetzt trotzdem sehr satisfying. Hier. Setze ich das ein? Hallo? Ich habe gerade keine Ahnung, wie ich das einsetzen soll. Hallo? Kann ich das mal einsetzen? Ah, guck mal. Da haben wir es doch. Oi, das wird jetzt interessant. Das wird jetzt interessant. Die werden einfach komplett verbrannt. Ich weiß nicht, ob das so gesund für uns ist. Großartig. Einfach großartig. Zerstörung im großen Stil. Ich habe gar nichts gesehen. So viele Leben auf einen Schlag ausgelöscht. Ja, ist ja schön und gut, ne, dass ihr euch daran so erfreut, aber ich finde das ehrlich gesagt ganz lustig, wie da auf einmal nur noch... Da liegen nur noch Aschehaufen. Wir hätten das früher tun sollen. Ja, ihr beide seid ziemlich komische... Ja, seid beide ein ziemlicher komischer Kauz, aber ihr dampft eine verdammt gute Dattel. Das lief doch tatsächlich ganz gut.
Ja, schön mit ihnen Geschäfte zu machen. Ich finde euch trotzdem komisch. Möchten wir da unten noch looten? Ich weiß nicht. Ich würde jetzt einfach mal direkt in den Turm gehen. Uiuiui, alle tot. Ich hätte die auch schlafen lassen können, aber keine Ahnung. So sind sie wenigstens weg. Ich sag mal so, das gute Ende haben wir eh nicht mehr. Wir haben so viele Leute getötet, allein schon in den letzten Level wieder. Da lässt sich kaum noch Frieden einbringen. Hören wir uns das mal an. Ich weiß nicht, ob das hier jemand hört. Sie haben Emily mit dem Boot geholt. Ich weiß nicht, wohin sie gebracht wurde. Wer wird sich um sie kümmern? Ich konnte nicht einmal Lebewohl sagen. Das war eine kurze Aufnahme. Oh, hier ist Samuels Signal. Oh, ich freue mich, den wiederzusehen. Endlich mal wieder ein normaler Mensch hier. Euch beiden zähle ich nicht, ne? Ihr seid nicht normal. Dankeschön. So, machen wir das. Samuel, hol mich bitte ab. Benutze den Signalwerfer. Alles klar, haben wir gemacht. Da kommt er ja. Mein Retter in Not. Der einzige Freund, der immer für uns da war, nicht wahr? Schön. Das ist wirklich schön. Ich freue mich, den wiederzusehen. Ich hoffe, er freut sich genauso. Er hat sich halt für die richtige Seite entschieden, ne? Ich dachte mir, dass Sie hier sind. Wer gegen Sie wettet, kann nicht gewinnen, oder? Habe das Signal gesehen. Wusste, dass Sie zurückkehren würden, Corvo. Wir sollten ablegen. Mir steckt was in den Knochen und wenn es die Seuche ist, dann kann ich nicht dafür garantieren, das Boot noch lange steuern zu können. Ich hoffe nicht, dass es die Seuche ist. Okay, wir fahren nach King Sparrow Island. Dorthin haben sie Emily gebracht. Gut. Eine letzte Reise dahin, wo der Fluss ins Meer mündet. Dort steht der neue Leuchtturm des Lordregenten. Soll wirklich sehenswert sein. Ich hoffe echt, dass es Samuel gut geht. Das wäre voll traurig, wenn er am Ende noch sterben muss. Naja, gut. Hier gab es ziemlich wenig zu holen. Gegner eliminiert eigentlich alle möglichen, die da waren, ne? Wo ich weiß nicht, vielleicht die bewusstlos waren, wurden vielleicht dadurch nicht eliminiert. Hm. Na gut, schauen wir mal. Ab nach King Sparrow Island. Bleib im Kampf immer Achso, ich hab gedacht. Ich kriege jetzt eine kleine Beschreibung, was uns hier erwarten wird. Die Elfenführer der Verschwörung der Kaisertreuen haben sich in einem monumentalen Leuchtturm verschanzt, dem letzten Militärprojekt des Lordregenten. Dort halten sie Emily fest, während sie versuchen, die Stadt noch fester in den Griff zu bekommen. Es ist an der Zeit, ihnen gegenüberzutreten und über deren Schicksal sowie die Zukunft von Dunwall zu entscheiden. Ei. Die Insel ist ein einziges Chaos. Wir haben wohl gekämpft. Vielleicht um Emily. Kurz nach der Landung. Ich wette, der Admiral hält sie irgendwo im Leuchtturm gefangen. Wenn Pendleton die erste Runde verloren hat, hat er sich vermutlich irgendwo verschanzt und ist dabei, sich zu Tode zu trinken. Ich vermute, dass Martin den Leuchtturm belagert. Jetzt wenden sie sich gegeneinander. Der Admiral ist machtgierig, Martin eine falsche Schlange und der edle Lord Pendleton ein Feigling. Und Sie? Ich bin etwas enttäuscht, Corvo. Es scheint, als wollten Sie besonders brutal sein. Die Reisen mit Ihnen waren interessant. Aber heute sehen Sie mich zum letzten Mal, Sir. Leben Sie wohl. Meine Hoffnung ist, dass Emily alles heil übersteht. Wow. Raus, Corvo. War schön mit dir, Samuel. War wirklich schön. Der Einzige, der uns bis Ende hin treu geblieben ist. Und habt ihr das gehört, was er gesagt hat? Er ist ein bisschen enttäuscht von uns, weil wir anscheinend keine Mühen gescheut haben, brutal zu sein. Das ist eigentlich schon ein Anzeichen dafür, dass wir vielleicht ein bisschen zu viele Leute umgebracht haben. Aber ja. Da ist er. Da ist er weg. Unser einziger Freund in diesem Universum. Wow, jetzt liegt es an uns. Wie gesagt, ich hoffe, er hat eine gute Zukunft und hat nicht die Seuche oder so. Sondern kann sich irgendwo niederlassen, wo es angenehm ist oder so. Aber die wenden sich wirklich alle gegen sich. Das sind alles so falsche Leute, ne? So, die schließen den einen aus und dann wieder den nächsten. Das ist halt so komplett der Egoismus, der da wieder durchscheint. Naja, Leuchtturm von King Sparrow, Legende. Aktueller Standort, Leuchtturm, Festung, King Sparrow. Mal sehen, wo sie sich befindet. Ich sag ganz oben im Leuchtturm, so typisches, ich habe die Prinzessinnen entführt, Niveau. Wow, alles klar. Da wird also unsere letzte Mission stattfinden. Von Samuel haben wir uns verabschiedet. Ich hoffe, der geht seine eigenen Wege und dem geht's gut. Und dann werden wir uns wahrscheinlich in der nächsten Folge darauf, ja, den Weg darauf machen. Ich bin sehr gespannt, was uns erwarten wird und ob wir es schaffen werden, Emily zu befreien. Also einfach mal schauen, ob uns das Ganze gelingen wird. Komplett alleine und zurückgelassen auf dieser Insel.
Also entweder kommen wir hier tot runter oder mit Emily und das dann als Kaiserin. Naja, gut. Ich würde sagen, das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt, Dishonored. Habt noch einen wunderschönen schleicherischen Tag. Lasst eine Bewertung da. Wir sehen uns das nächste Mal. Bye, bye.